Elementar-Affinität. Kämpfe für 3, Teilnehmer 1 bis 3. Okay. Oh, moin. Frische Feuer. Sieb. Schluss mit Lustig. Dir alles geben. Ich bin bereit. Nimm das. Halt mir aber ganz schön was aus, ne? Das für den ersten Kampf. Bin ich schon ein bisschen krass. Wertsturm. Holzieb. Hört mal auf mit eurem Scheiß. Ausgezeichnet. Ich möchte aber Feuer, ne? Deswegen würde ich Yuffie erstmal sagen, dass sie das Flammen nicht lustig machen soll. Komm, dann hau ich dich weg. Jetzt wird abgerechnet. Oder nicht mal annähern. Hau ich dich weg. Der Feind ist geschwächt. Nimm das. Yuffie, beschwör mal kurz Ifrit. Bitte. Natürlich. Kann er sich nicht bewegen. Flammenschwert auf den da, damit er mal weg ist. Lass mich mal. Petra auf Cloud. Ich gebe nicht auf. Fertigkeit, Viralsprung. Stets zu Diensten. Ist bei Fertigkeit und Flammenschwarz. Du hast doch. Nee, du hast keinen. Ich mach Deprotes. Ne, Deprotes auf das da. Lass das! Lass mich mal. Magie. Vitaga auf alle. Fertigkeit, Donnerwetter. Okay, das ist ein bisschen unnötig, aber nehme ich mit. Das wäre wohl erledigt. So. Die Viecher, wie waren die nochmal? Was war eure Schwäche? Wind. Lauf hat Wind. Ja.
ich meine, Cloud hat auch Schallwellen, ne? So ist es ja nicht. Deswegen kannst du auch mal Schallwellen einsetzen. Nur ein Kratzer. Der hat mich versteinert, mein Freund. Schallwellen. Yuffie. Luftjutsu. Genug. Und tschüss. Aber Schallwellen. Ausgezeichnet. Nochmal Schallwellen. Wir müssen da ein bisschen ausweichen und nicht von den Dingern getroffen werden, weil das sind die, glaube ich, die versteinern. Ja, anvisiert haben wir. Das wüsste ich auch nicht, dass wir Wind einsetzen müssen. Apropos Wind, okay, wir hat keinen Wind. Das ist versteinert. Wunderherrlich. Aber sie hätte aus heiterem Himmel oder die andere Wirbelwind oder so einsetzen können. Das sind alles Windfähigkeiten gewesen. Ich bin manchmal so doof. Oh, die Viecher. Gegen zwei habe ich ja von, glaube ich, noch nicht gekämpft. Wie das sei. Ah, natürlich bist du nicht mehr schockanfällig. Das war Feuer, ne? Wegen Flammenlinschutzu für Yuki. Hör auf mit dem Scheiß! Cloud muss einen Vita-Gar einsetzen. Der Tifa ist gerade am Sterben. Keine Chance. Kein Problem. Let's go. Aus weitem Himmel. Pulsie. Ich hab's ein bisschen zu früh angesetzt. Dass er seine Schockleiste halt auf den Keks. Auf ein neues. Keine Chance. Fuck. Mich der andere weggeschleudert.
Komm, Yuffie, mach den mal weg. Es ist vorbei! Ich hab das auch Vorschlag einsetzen. Letzten Worte. Das ist vertikal Spiralsprung. Gut gemacht. War glaube ich der letzte, ne? Die sind nicht schwer, die halten nur viel aus. Das ist das Problem. Weshalb die Kämpfe nicht allzu spannend sind. Ich meine, ich wäre beinahe eben gestorben, hier bei den Viechern. Aber trotzdem. Wenn ich nicht Geistesmarter, ja. Probieren nochmal. Oder weißt du was? Anstatt Luffy benutze ich Res. Ich bin ja ein paar Level gestiegen, vielleicht reicht das ja schon. Wo ist es? Mit Schrecken. Ich habe eins der Viecher schon besiegt, ja toll. Ja, das super. Wahrscheinlich mit Ende mit Schrecken habe ich einen der Viecher getroffen. Von den Viechern, die überleben müssen. Sehr wunderherrlich. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Ich fange auch direkt an, runterzuzählen. Verdammt! Verzieh dich! Ich hab einfach nicht genug trainiert. Wieso ist wieder so einer von denen tot? Ich glaube, ich setze lieber Magie ein. Ich habe X gedrückt. Ich setze lieber Magie ein, weil da weiß ich, dass ich dass ich nicht treffe, also die anderen, sondern nur den, den ich auswähle. Deswegen nur Magie. Verdammt, kommt nicht wieder. Okay, Magie. Dann setze ich mal einen Blitzra ein, weil das ist das Stärkste, was er hat. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt Blitz einsetzen. Muss eh jetzt heilen. Ich hätte auch nicht die ganze Gruppe heilen sollen. Aerora auf den Gedankenschinder. Ich leg los. Ja, nimm das. Ja. Zack. Ja. Ja. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Okay. Der ist für dich. Und schon ist ein Gegner besiegt. Guck mal, ob ich... Muss wahrscheinlich komplett raus. Ihr seid wirklich gewissenhaft beim Sammeln von Kampfdaten.
Ich wünsche dir was. Körperstellung, nee, bei Materia. Ah, ich kann da noch was reintun. Kritische Chance hoch. Bei allen kann ich wahrscheinlich was reintun. Noch MP hast. Ja, dann mal Feuerstoß plus. Okay. Hier, physische Attacke. Hat er zweimal physische Attacke plus 20? Arrest. Was nehme ich dir da raus? Ich könnte geschwächte Abwehr drinnen lassen. Und Deprotest auf ihn zaubern. Ich wollte aber erstmal gucken, Zerstörung. Siedlung. Ich könnte natürlich Seismos einsetzen. Versuchen wir Seismos auf den einzusetzen. Weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. Dank dir sind die Nachforschungen über diese Region abgeschlossen. Allerdings ist unser gemeinsames Abenteuer damit noch lange nicht zu Ende. Ich freue mich schon auf viele weitere Berichte aus anderen Gegenden. Okay, dann spielen wir als Eris. Und versuchen ganz als Seismus zu zaubern. Und ihn damit zu versteinern. Eris, Cloud und Tifa von mir aus. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn ich Seismos auf jemand anderes gegeben hätte, aber ich habe das jetzt erstmal so gemacht. Vor allem Eris hat nicht die schnellste ATB-Aufladefahr, also ihr ATB lädt sich nicht so schnell auf wie bei anderen. Die Seismos auf den Gedankenschinder, aber die hat viel MP, deswegen passt das schon. Warte, ist der da? Ist immun gegen Stein. Aber ich versuch's trotzdem mal. Das war, ich glaub, das war's. Zieh dich zurück. Und tschüss! Ich denke auf Eris. Dann übernimm. Komm, Linda, du schaffst es. Ist das alles? Ich übernehme. Zack, hier! Es ist vorbei! Was soll denn das? Loslassen! Ich werde. An die Arbeit! Weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich versuche nochmal mit Deprotest zu arbeiten. Dafür brauche ich Deprotest. Es handelt sich ja nur um eine Simulation. Man kann es immer wieder versuchen. Es gibt... Das war zwar eine Idee mit den Versteinern, aber vielleicht auch nicht mit Eris unbedingt.
Ich möchte Abwehr hier. Noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Huch, ich wollte nicht rollen. Und? Wie war die Fahrt im Buggy Cloud? Durch seine Speziell? Du kannst sie also viel. Ja, bla bla. Ein paar Berichte über die Wüste für mich zu erstellen. Wir sind nicht mehr in der Wüste, Shadley. Siehst du nicht den Dschungel? Also ich muss Deprotess auf ihn zaubern und dann haue ich ein bisschen mit Cloud drauf. Deprotess auf den Gedankenschinder. Dann mit Cloud den Gedankenschinder. Ja, wir machen hier schon ein bisschen mehr Schaden. Nee. Muss mal kurz warten. Wenn wir mit Schrecken auf den Gedankenschinder. Eris, ich brauch dich mal. Komm schon! Ich glaub nicht, du erkennst mir! Komm, dann machen wir es nochmal. Ich versuche diesmal, Eris Medica bereit zu halten. Damit wir. Weil die explodieren, glaube ich, nur wenn einer gelähmt ist. Deswegen müssen wir das einfach verhindern. Versuchen wir mal Protest zu machen. Deprotest. Ist das alles? Oder Deval. Weil wir ja gerade mit Eris ein bisschen draufhauen. Auf die Gedankenschinder. Cloud, ich brauche ein bisschen ATB von dir. Was ist? Überlass das mir. Wir müssen nur die Viecher beschäftigen, solange. Lass mich mal. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Weshalb ich das erstmal sein lasse. Ich habe keine Lust mehr. Auf die Kacke hier. Wir machen Kujata mal kurz weg. Und dann gucken. Ja. Schwächen. Ja, komm. Dabei. Das ist ganz schön groß, das Tier, ne? Analyse. Kann nicht schaden. Kann das eigene Element in Feuer, Eis oder Blitz ändern, wird bei Ausnutzung elementarer Schwächen durch Hinzufügung einer bestimmten Schadensmenge den Schocker fertig und verliert das eigene Element. Falls dies nicht rechtzeitig gelingt, erscheint eine Manifestation des Elements. Drei davon entladen sich in ein Trisaster. Okay, ich glaube, es hat sich auf Eis gewechselt. Oder? Ja. Dann ist Feuer wirksam. Wir haben jetzt kein Feuer, aber wir haben dafür
Flammenblitz. Helmet hat, glaube ich, Feuer. Ja, du hast sogar Feuer, aber mach mal Feuer, das reicht ja erstmal. Flammenblitz. Flammenjutsu. Kein Problem. Nicht gut. Auch ATB. Okay, dann Magigi. Vitaga auf Cloud. Auf ein neues. Massiger Haken ausweichen. Und dann Flammenblitz. Heftige Erschütterung. So. Was machst du? Feuer? Okay. Ich glaube, es macht Feuer. Eisige Verkettung, das ist das Einzige, was Cloud kann. Aber sie kann ja ein Eisra auf Kujata machen. Fertigkeit, Donnerwetter. Ende mit Checken. Komm, Yuffie, ich brauche deine Magie. Und mein Eisra auf Kujata. Er wird da gar lieber auf Cloud. Okay, Blitz. Okay, Trisaster, natürlich. Kann ich das irgendwie aufhalten? Natürlich nicht. Okay, wir halten es zumindest aus. Vitaga auf alle. Sagte Vitaga auf alle. Okay, dann hau ich dir einen Atomisator ins Gesicht. Maximal Wut, Synchrofertigkeit, Visionssynthese von mir aus. Kann sein. Der ist leider wieder auf den Beinen. Darf ich jetzt fucking Vitaga auf alle machen? Was ist das? Nice, okay.
Beschwören? Nee. Ruf Ifrit. Komm schon raus! Alexander war viel einfacher, um ehrlich zu sein. Fertigkeiten Feuersbrunst auf Kujata. Landblitz. Ich dachte, ich könnte Synchro-Fertigkeiten einsetzen. Okay, dann setzen wir von dem Sturz ein. Halt ich mal Cloud. Landblitz. Ist das noch allen? Nein, natürlich nicht. Es war schon anstrengend. Das war abzusehen. Nein, ich ganz so einfach. Ja, den Quatsch mit dem Gedankenschinder werde ich erstmal nicht mehr machen. Jata, hey. Was für ein umwerfender Sieg gegen Kujata. Es gehört einiges Kujata dazu, diesen vielseitigen Stier zu bändigen. Er wird euch sicher den Weg bahnen, auf dem ihr eure Reise durch die Welt weiterführen könnt. Man weiß nie, was auf einer... Okay, dann gebe ich jetzt, glaube ich, Yuffie. Was ist so Materia? Ja. Kujata. Weil wir haben ja Phoenix mit Red 13, dann brauchen wir nicht nur Ifrit dabei. Und Kujata kann ja auch Feuer attacken, so ist es ja nicht. So, dann höre ich erstmal auf. Ich google wahrscheinlich, wie ich den Gedankenschinder besiege. Und dann werden wir das nächste Mal das machen und dann wahrscheinlich weiter mit der Hauptstory machen. Ich speichere mal eine Runde hier. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.